Die Werbung der Banken für Kreditangebote in Österreich soll mit repräsentativen Zahlenbeispielen agieren. Da gibt es gesetzliche Unklarheiten, die Schlupflöcher erlauben. Was als repräsentativ gilt, wird mitunter unterschiedlich ausgelegt und kann zu unrealistischen Schaufensterkonditionen führen. Innerhalb der EU gibt es hier Länder, welche im Sinne des Konsumentenschutzes weit striktere Vorgaben haben. Das Gesetz steckt nur den Rahmen sehr allgemein ab, in dem der Begriff ein repräsentatives Beispiel muss genannt werden. Und bei Wohnkrediten ist das auch definiert. Da muss es die überwiegende Mehrheit praktisch der vergebenen Kredite, muss diesen Zinssatz den Beworbenen erhalten. Beim Konsumkredit gibt es die Vorgabe nicht. Das heißt, die Bank sucht sich halt aus, welchen Zinssatz sie hier verwendet und ist schwer zu kontrollieren. Die besseren Regelungen sind eben, wenn der beworbene Zinssatz tatsächlich der Mehrheit oder einer überwiegenden Mehrheit der Bankkunden gewährt werden muss. Das ist in England mit 51% definiert und in Deutschland müssen sogar 2/3 der Kunden diesen beworbenen Zinssatz bekommen. Für den Konsumenten ist somit in Österreich nicht gesetzlich gesichert, dass zumindest die Hälfte der in Frage kommenden Kreditnehmer die beworbenen Konditionen bekommen. Einzige Ausnahme sind hierzulande Immobilienkredite. Für Konsumkredite gibt es keine klare Regelung. Ich finde, jede Regelung, die unterstützt, dass womit geworben wird, auch eingehalten werden muss, finde ich für positive. Weil mit Trick sollte man nicht arbeiten. Halte ich vieles davon, weil es mir persönlich schon passiert ist, dass zum Beispiel das angepreist war und dann an der Kasse dann doch gesagt wurde, nein, diese Reduzierung ist irgendwie doch nicht in unserem System und sie müssen dann irgendwie doch den vollen Preis zahlen. Also man kann dann irgendwie auf dem Rechtsweg das zwar irgendwie bestreiten oder zumindest bekommen die dann irgendwie eine Verwaltungsstrafe, sofern sie sich eben dann nicht an eine richtige Auspreisung gehalten haben. Aber davon halte ich dann nichts, weil als Konsument, das ist irgendwie dann so umständlich, dass man an diesen Weg geht. Die Wirtschaft stellt sich nicht grundsätzlich gegen transparentere und striktere Regeln. Die Online-Banker von ING DiBa sehen in einer deutschen oder englischen Lösung nicht nur Vorteile für den Konsumenten, sondern auch eine offenere Wettbewerbssituation in Österreich. Sie haben in Österreich ganz oft Situationen, wo als Zins ein super attraktives Angebot suggeriert wird, 2,9%, 1,9% und noch weniger. Aber wenn tatsächlich der Antrag gestellt wird, werden die meisten Kunden eher bei 5, 6, 7% bekommen. Und das halten wir für nicht fair und nicht für transparent. Und deswegen sollte es eine ähnliche Regelung geben wie in Deutschland. Konsumentenschutz durch klar geregelte Kreditwerbung. Was in England und Deutschland seit Jahren funktioniert, sollte auch in Österreich möglich sein. Bis es soweit ist, rät die Arbeiterkammer, Angebote zu vergleichen und sich das Kleingedruckte genau durchzulesen.